So. Ah, jetzt geht's los. Sollen wir irgendwas bauen? Wir haben Na die ja, gut, Leute dann wieder übernehme ein. ich von hier, von der Hauptstraße da bis zu dem Rand. Ja. Pioniertrupp bereit! Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Okay, Konstruktion abgeschlossen. Jawohl, der Sektor wird gehört gemacht. schon bald uns. Dum, 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 dum. Du bist wieder Yachtiger. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich nehme. Mein Spiel steht. Okay, jetzt geht's wieder. Gut. Also gut, dass es wieder geht. Gut, dass es aus ist. Du kannst eh nix. Genau. Macht schon. Setzt euch in Bewegung. Hier MG. Ne, es hat ab und zu so kleine Lecks. Los, einpacken. Echt? Ja. Total faszinierend finde ich das. Abgabestellung verlagern. Finde ich wirklich interessant. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Volksgrenadiere angetreten. Konstruktionsbefehl erhalten. Ja, Kamerad? So, Gebiet da. wird besetzt. Da. Gebiet wird besetzt. Da. Hier, Volksgrenadiere. Pioniertrupp bereit. Da ist schon ein Jeep. No, ich hab Pioniere vergessen, rücken mein aus. T2 zu bauen. Dann bin ich blöd. Na, der Jeep ist zum Glück. Wir fahren zum Glück in der Nähe rein, das ist kein Problem. Die Hauptstraße habe ich gesperrt mit dem MG42. Das müsste eigentlich recht sicher sein. Oh, noch. Jetzt haben sich zwei Jeeps bei mir. Ah, ich brauche jetzt die Logistikkompanie, damit ich die panzerbrechende Munition für mein MG laden kann. Jetzt panzerbrechende Munition, jetzt. Jetzt geht's hier runter. So, MG umbauen. Feuer frei. Pioniere weg, so. Genau, so ist es dann. Ah, sowas hätte ich gerne mal in der Hand. Und MG42. Aber na gut, bei der Munitionsknappheit. Ich weiß ja nicht. Wenn man so genauer drüber nachdenkt. Die springen direkt von deinem falschen Megane ab. Lol. Sind die eigentlich gut, diese Panzerabwehrtruppen? Diese leichte. Geht. Ist halt nur eine Panzerbüchse, ne? Aua. Was war das? Mörser. Granatwerfer. So. Hi, bin ich der Einzige, der hier zuschaut? Nö. Ah, jetzt weiß ich, warum es geruckelt hat. Weil ich den Stream selber auch auf Play hatte. Weil ich gleichzeitig Stream gestreamt habe und gestreamt geguckt habe. Das macht natürlich wenig Sinn. Ja. Ach, nö, der Jeep bei den Amerikanern hat eine höhere Reichweite als mein. Ja, der ist auch generell stärker als das Moped. Nee, nicht als das Moped. Das Moped kann ich ja gar nicht bauen. Sondern als mein MG42 im Haus. Was ist denn hier eigentlich drin in der Bude?
Aha, hier ist so ein Lucky Lucky Mann drin. Den holen wir da mal raus. Wo? Ja, in, bei mir in der Bude. Ach so. Handgranate, regelt. Oh. Los, MG42, los! Schieß doch! Ach, Vollidiot. Depp, spielst du Deutschland oder USA? Ja, Deutschland sieht man doch. Nein, kennst du nicht die amerikanischen MG42? Nein, eigentlich nicht. So. Der Künder. Na gut. Dings gebaut. Habe Panzerbüchsen Fahrzeuge gebaut. 50 kostet es, Panzerfaust auszurüsten. Finde ich viel zu teuer. Oh oh. 50. Sie haben bis zuletzt ihr Vaterland gekämpft. Yep. Und dann hast du noch keine. Dann hast du nur die Panzerfaust-Möglichkeit. Achso, ja, stimmt, aber die kostet, glaube ich, nur 25 oder so, ne? 35, aber ich finde es trotzdem viel zu teuer. 50 nur damit du sie hast? Ja, gut, das ist halt schon ziemlich teuer. Finde ich auch. So, jetzt, X im Bau. Bauen wir den in der Mitte? Ja. Okay. Der schießt auf deine Sturmgranate. Aua, aua. Was? Der schießt jetzt auf dich. Der schießt auf mich? Ja. Nein. Nein, jetzt schießt er auf mich. Ah, der schießt mit meinem Mörser auf mich. Mit seinem Mörser auf mich. Mit seinem Mörser. Er schießt mit Mörsern auf meine Fahrzeuge. Wir können nun schwere Flakgeschütze bauen. So. 25 kostet. Okay. Gut. Jetzt kommt weg erstmal in die Mitte rein. Um nochmal aufzuräumen bei den Stewards. Oh, ganz rechts kommt. Ja, ja, ich hab's gesehen. Dann schicke ich meinen Headset dahin. Nee, ich hab einen Jagdpanzer, alles gut. Hast einen Jagdpanzer? Gut. Yeah. Schicke ich meinen Headset in die Mitte. Ach, du hast hier den Fünfzähler 39 Harang. Oh ja. Cooles Teil. Nee, eigentlich nicht, aber. Sieht halt lustig aus, ne? Gegen die Stewards reicht das Ding völlig aus. Okay. Den Hetzer in der Mitte brauche ich nicht mehr, der kann weg. Okay, ja, bring ich gleich weg. Muss erstmal hier mein Haus kümmern. Die Mörser sind da als drauf, das ist nicht so optimal. Ich habe halt zur Zeit noch keinen Hardcounter dagegen. So, jetzt. Halb Flak, halb Kette. Jetzt geht's hier ab. Wenn wir mit den Mörsern ankommen. Ja, die kommen ja als mit Infanterie an. Das ist blöd. Kommen wir mit Shermans an. Ja, das hätte ich lieber. Da habe ich eine bessere Antwort drauf. Die haben hier 9 Mörser. 9, 3 Mörser. Ja.
eine Einheit verloren. Ja. Ja, ich bin krank. Die Feiglinge halten sich im vorgelagerten Stützpunkt ab. Was? Och nö! Ich bin's. Och nö. Das kann nicht sein. Ich hab meine Flakhardkette gesagt, die soll den einen Trupp angreifen. Der hat sich zurück und meine Flakhardkette fährt durch das komplette feindliche Gebiet dem einen Trupp hinterher und wird dann abgeschossen. Easy. Erstmal schön eine Flakhardkette verdienen. Richtig nice. Ach, das ist eine Wasserhalbkette. Okay. Komm mal mit dem Hetzer in die Mitte, bitte. Du musst jetzt mal den Schlossplatz. Der muss mal angreifen. Jetzt. Der muss bitte die Panzer abschießen, die da kommen. Ja, Hetzer greift an. So was wie die German. Ja, weg damit. What? Alles klar. Ja, das war der Hetzer. Angriff abbrechen. Ja, gut. Okay. Und jetzt kommen sie bei mir mit dem Stuart. Okay, gut, mit dem Stuart komme ich klar. Das ist mal nicht so das Problem. Mit zwei. Dings hier kann ich nicht schlagen. Die haben da Spaß in dem Sumpf, hm? Ja, genau. Was wollen Sie denn? Also ja, ich oder das Scherben. Ich brauche den Hetzer jetzt. Gegen den Scherben packen die Dinge. Ja, packen die es nämlich nicht so ganz. Waffengenehmigung für Notverteidigungsmaßnahmen. Grenadiere, zuhören! Schnell! Bewegung! Lass mir den Motor warm laufen! Gut. Der Steward ist abgeschossen. Die Mörser sind halt so schlimm. Die Alliierten. Die haben einen Sniper, wo? Ist so gut wie erledigt. Ich hätte den Sniper auch gesehen vorhin, weil... Alter, was ist bei dir los? Ja, der Sniper ist da drin. Oh, jetzt kommen sie! Panzer! Panzer! Jawohl! Der ist aber bestimmt nicht... Oh, da kommt der Nächste, da kommt der Nächste! Feuer frei! Baum! Ja! So! Easy! Ja! Oh nein, Telekom-Panzer! Telekom-Panzer? Ja, bei mir, hier. Was für ein Telekom-Panzer? Die mit dem Liedermännchen. Achso. Wo bleibt mein Hetzer? Ah ne, ich hab gar keinen Hetzer in Auftrag gegeben. Na gut, dann hol ich mir einen... Dann hol ich mir... Ach ne, dafür bräuchte ich ja das Upgrade. Jagdpanzer 4. Dann muss es jetzt tun. Jawohl, wird gemacht. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Zwei Telekom-Panzer. Ich brauche meine Pioniere hier.
diese Schlepperei. Jawohl, wird gemacht. Jawohl. Ich würde halt gerne eine 8-8 hinbauen, geht aber nicht. Hier ist jetzt der Sniper drin, dieser kleine Pütte da. Da haben die das echt zum Stützpunkt ausgebaut. Ja. Die kleine Hütte, ich mörse aber auch drauf. Ich hab da was anderes. Ja, die schießt aber schon. Ja, ich schicke einen Panzer hin. Der wird leider dabei sterben. Okay, dann sag ich, die sollen auch von da hin zu schießen. Nein, der hat Motor Schaden. Egal, auf. So, jetzt. Bam! Das war irgendwie nicht ganz so erfolgreich. Nee. Wie hält diese kleine Hütte denn aus? Zu viel. Ja, immer gut. Mir egal, ob sie uns entdecken. Bam. Ich hab einen MG verloren. Da ist der Scharfschütze. Da war der Scharfschütze. Ah, dieses Haus da vorne ist. Jetzt sind Stuart zerrissen. Oh. Jetzt haben sie meinen Panzer demoliert. Okay. Aber was ich halt super finde, ist, dass Oh Mann. Steht hier gar nicht mehr. Erstmal das Upgrade mal. Und zwei Kettenkräder bauen. Stimmt, schau mal in der Mitte. Ach, du hast ja, nur den kleinen 4,48. Der reicht völlig aus. Ja, das ist das Gegenstück zum Hetzer. Ja. Also du kannst entweder den oder den Hetzer mit bei der SS. Ja, das weiß ich. Ich finde den Hetzer besser. Ich hätte gerne 8-8 hier stehen, aber das geht nicht, weil ich kann dann jemand nicht angreifen. Okay, da kann ich nicht angreifen. Oh, jetzt kommen sie in der Mitte mit Großangriff. In der Mitte? Ja, die werden gerade alle abgeschossen. Gut. Ich hab meinen Jagdpanzer mal eingegraben. Ich bin gerade noch ein bisschen Sicht an die Front. Ja. Und Speer, den kaufe ich mir auch mal. Und einen Scharfschützen. Und einen Goliath. Mach mal die Sicht an. Ja, hast du sie schon da? Ja. Ja, da kommt schon was. Oh. Der Panzer hat irgendwie keinen Schutz mehr. Ich hab jetzt die Grille, jetzt hab ich Spaß. Ich will, dass meine Koordinaten unverzüglich unter Beschuss genommen werden. Hier hinten musst du mal hinhalten. Wo rein? Da. Jo, 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 kommt. Ja. Da sind drei Riflemen hier so.
hat das Haus getroffen. Will Panzer einfach rumcruisen. Ein Feind oder was? Ja. Ja, sehr gut. Oh, da kommt dein Freund. Ja. Komm, komm, enttäusch mich nicht. Nein, er hat den Sniper nicht getroffen. Schieß lieber die Panzer ab. Ja, das. Ja, das macht aber so viel Spaß mit 12-8er Geschütz, Sniper zu schießen. So komische Hügel da, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so optimal. Der hat ja schon zweimal diesen dreckigen Hügel reingeschossen. Schieß ich auf den Steward. Bam. Na, ich mag die Grille. Okay. Flammenwerfertrupp hat nachgetankt. Beginnen wir mit dem Bau. Die ist recht präzise geworden. Achtung! Präzise, okay. Ja. Ich ziele. Oh, ich hatte das Mörserfahrzeug da vorne. Mann! Ich will einfach das falsche Fahrzeug aus. So, mein Speer. Ist total sneaky unterwegs, hä? Scharfschütze bereit für den Kampf. Nein, sie haben das Schloss abgerissen, die Schweine. Das war ich. Also. Gut gemacht. Wir haben bis zuletzt hier, Vaterland. Ach nö. Das ist abgestürzt. Dein Spiel? Ja. Die Strafe dafür, dass ich das Schloss abgerissen habe. Ja. Neuer Start. Sehe ich genauso. So. Ich hab wieder auf. Ach, Black Hooligan, verpiss ich. Was? Ach, da ist so ein Typ, der will die ganze Zeit hier rein, ey. Ich wollte dich gerade kicken, aber das bist ja zum Glück du, ja. Ja. Du musst noch Wehrmacht auswählen. SS meine ich. Ja. Guck mal, da ist das Schloss. Das sieht fast heil aus. Ja. Weißt du, was wir auch lange nicht mehr gespielt haben? Afrika, Europe at War. Stimmt, ja. Könnten wir auch nochmal machen dann. Das können wir auch nochmal spielen, ne? Aber da gibt's die Flaggen, die nicht YouTube-konform sind. Na egal. Die sind so klein. Jawohl, wird gemacht. Ist so gut wie erledigt. So, gleiche Position nochmal. Ich Mitte bis rechts und du den kleinen Abschnitt, ja?
Ja, ich mach Mitte bis links. Okay, ich versuche diesmal den Schlossplatz zu halten. Okay. Ja, ich bin schon überlegen, ob ich diesmal eine andere Doktrin nehme. Pioniere hier! Was wollen Sie denn? Pioniere rücken aus! Was wollen Sie? Zielobjekt ist frei! Ich glaube, ich nehme verbrannte Erde. Mit Artillerie? Ja. Hast du wirklich jetzt? Gibt's halt auch Nashörner. Und die Hummel. Aber die ist halt teuer, die kostet 100 pro Salve. Ja, das ist doch aber kein Problem eigentlich. Oder Jagdpanther wäre auch geil. Statt Jagdtiger. Ihr Jagdpanther kannst du ja kaufen. Ja. Also bauen. Aufklärer bereit. Vollgetankt und einsatzbereit. Bewegung! Jawohl. Unsere Waffen sind bereit. Die Amis können kommen. Gang rein. Jetzt. Jawohl. Klaus ist auf dem Weg hier. In Bewegung. Ja, Klaus, oder? Neu gruppieren. So. MG bereit. Das hier. So. So. Und dann fest mit hier hin. Gut. Wir müssen los! Schneller! Gebt ihnen nicht die Möglichkeit, uns ins Visier zu nehmen! In Bewegung! Oh, Klaus drive wieder nach Hause. Pioniertruppe bereit! Los, Bewegung! Schaden wurde ausgeteilt. Na. Das hast du ein bisschen beschossen, oder was? Ja, die Pioniere beschossen, dass sie nicht cappen können, wenn wir heimgefahren. Ja gut, das interessiert die KI halt nicht, ne? Ne, die hatte schon Rifleman da, da habe ich Schaden bekommen, muss ich wegfahren. Sollen wir irgendwas machen? Okay. Sehr gut. Konstruktion abgeschlossen. Ah, okay, gut. So. Jawohl! Oh cool, jetzt habe ich hier so ein. Keine Ahnung, was ist denn das? Aufklärer oder sowas? Ach nee, komm. Naja, von hinten kommen sie jetzt. Ja, lass den Schlossgarten noch in Ruhe. Verteidige wieder hier vorne, das ist viel besser. So. Zeit zum Wegrennen. Ja, gut, du hast ja Grenadiere da, die das erstmal halten können. Ja. Ha, ich bin jetzt auch. Habe noch kurz die Minecraft-Folge geguckt. Finde, ihr solltet die Verräter verbrennen und die Zombies Fraß vorwerfen. Konstruktionsbefehl erhalten. MG-Trupp, mir nach! Vollgetankt hier und einsatzbereit! Gut, hier Volksgrenadiere. Sektor wird eingenommen. Weißt du was? Guck mal hierher. Kennst du das, wenn du den Mund voll hast mit Wasser und dann gurgelst? Ja. Das hört sich an wie dieser Motor. Warte. Warte. Warte gleich. Was brauchst du da? 20 mm Flak, okay. Ja, kann man bestimmt gebrauchen. Ja. Doch eine schöne Sache, so. Heil dem Kaiser. Nein, ich hab die falsche Richtung gebaut. Dummer Kaiser. Lassen uns zurückfahren. Ah, mein MG ist wieder fit. Gut. Und ich merke, ich habe noch nichts gegen Panzer. Ich habe Panzerbüchse. Was ist denn da? 28 mm Panzerbüchse. So. Mal gucken.
Soll ich auf Hetzer gehen am Anfang oder auf Panzer 4 und dann Sherman? Weiß ich nicht. Das, was besser ist. Ich probiere mal die Panzer 4. Da kommen Fallis. Da kamen Fallis. Also, die nehmen wir Airborne. Ja, die haben Airborne und das andere weiß ich nicht. Wahrscheinlich Infanterie oder so. Mhm. Ich hab nicht genug Benzin. Shit. So. Wir sehen das Schlachtfeld nun mit den Augen eines Adlers. Beginnen wir mit dem Bau. Mach das sauber. Gut. Yep. Zumindest die eine Hälfte davon. Die andere mache ich jetzt noch. Ja. Ich höre schon wieder Granatwerfer. Ja, die sind bei mir. Glaube ich. Oder? Nee, die bemessern das Haus hier. Ja. Sieht ja fast so aus wie so ein Hand, wie so ein Haus bei Hand. Ja. Wenn du von vorne reinkommst. Das ist ja bestimmt auch cooler als Gebäude bei Hand, so ein Schloss. Ja. Aber passt halt nicht ins Amerikanische, halt überhaupt nicht. Leider. Ja, gut, ich bin bei links. Panzer 3 Ausflug am Ende. Ja, der wird erstmal gebaut. Einfach weil es Panzer 3 ist. Panzer 3 sind cool. Unsere Pioniere haben nun Zugriff auf schwere Platz. Scheiß Granatwerfer, ey. Ja, ich hol mir jetzt auch einen. Bom, 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 bom. Ja, du hast doch auch hier Grille oder was das war. Ja, aber noch nicht. Noch nicht? Okay. Echt ein bisschen nur Black. Yep. Aber ich hab einen Granatwerfer jetzt. Jetzt wird gleich zurückgemördert. Ja, ich hab eine Granatwerfer-Kette. Und ein MG42. Und das regelt sowieso alles. Ja. Jetzt kommt es aber hart dran hier. Ja, meine. Also, hat. MG-Trupp! Eine Einheit hat im Heldenkampf ihr Leben gelassen. Ich brauche mal meinen Panzer 3 nach vorne. Hat den Sniper gesnipert. Hier Volksgrenadiere. Da. Unsere schweren Flakbatterien einsetzen. Ja, hab einen Panzerturm. Ja, ne, die haben Stuart nicht gut. Ah, der Stuart ist doch egal. Ich hab nur einen kleinen Flakwagen. Fahr! Achtung, der Feind rückt vor. Wenn der Stuart dumm ist, kommt er hinterher. Also ganz echt, der Stuart wäre mir egal. Mir noch nicht. Also, mir ist auch recht egal, aber. Wechselstellung. Sollen wir schießen oder einfach versuchen,
Alles, was die Feinde an Fahrzeuge ranbringen, ist Crap. Ich habe vorhin mit zwei Panzerbüchsenfahrzeugen mit Dings und Scheiben ausgestattet. Also, ich würde mal sagen, das sagt doch schon alles aus. Der Feind nimmt unser Territorium ein. Melde Geländeverluste. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Fliege unter Beschuss! Die kommen wieder wie der wütende Mob angefahren. Die haben einmal Panzerbüchse vernichtet. Die haben beide Panzerbüchsenfahrzeuge vernichtet. Wir müssen erstmal SS-Elite-Infanterie nach vorne bringen. Ja, die haben Pax und Mörser und Scharfschützen. So. Nein, die haben den Sniper aus dem Bunker rausgeschossen. Wie haben sie das denn hingekriegt? Die rennen gerade mit dem Sniper in das Wirkungsbereich meiner MG42 rein und der Sniper ist aufgetan. Vielleicht müsste es anfangen zu schießen. Nein. Handgranate los. Boom. Na ja. Der Panzervieh ist da. Ich schmeiß die ganze Zeit Eierhandgranaten auf den Bunker, juckt den aber überhaupt nicht. Es ist Einheit mit 2 MG 42 geben. Krank. 2. Nee, 2. Zweimal MG 42 und dann einmal STG und einmal oder einmal Panzerschiff. Das ist halt einfach nur heftig. Jetzt kommen sie mir in der Mitte gerannt hier. Oh, oh Stuart. Hast du keine Panzer? Nee, nur ein Flakwagen. Ich hab schon Panzer 4. Zwei Stück. So modernen Vierlefanz habe ich nicht. Ich hab einen Pantherturm. Ja, der ist schon in Ordnung. Panzer 4 reichen erstmal aus, sonst zick ich erstmal die Artillerie. Und ich habe schon eine Lösung für die Kosten. Für die Kostenfrage habe ich schon eine Lösung. Weil ich habe nämlich so einen Beobachtungszerfieder, den ich bauen kann. Und den kann ich Artillerie-Schlägen koordinieren. Ja. Das kannst du auch mit dem Sturmanführer. Ah, okay. Wenn es kostet mich nur dann nur 75 Millionen. Richtig. Und dann schießen alle Wespen und Hummeln. Ja. Naja, sie haben Klaus abgeschossen. Ich habe hier noch ein Halbkettenfahrzeug mit 75 mm Stummeln. Ich weiß nicht, ob der gegen den Stuart ankommt. Ja, doch, müsste eigentlich. Sehen wir gleich. Aber der Bonker hat sich gelohnt, da in der Mitte. Du hast einen Bonker gebaut? Ja, den Pantherturm. Ach, da, ja, okay. Ja. Die laufen ja auf deine Packs. Mit Flammenwerfer. Die Packs aber nicht aufgedeckt.
Ja, aber dein Moped dahinter. Das rollt einfach zwei Meter zurück und dann. Schießt da mal das Heck-MG. Die Sau nebelt sich ein. Oh, mein Panzer hier wieder abgeschossen. Wir verlieren am Boden. Mein Panzer 3 wurde abgeschossen. Nicht gut. Wir haben eine Einheit verloren. Ja. So, jetzt haben wir gleich die Panzerprobleme gleich erledigt. Sektorartillerie ist alles, was im Sektor ist, geschossen. Von den Feinden. Ja, sobald wir in deinem Sektor drin sind. Das geht nicht auf gegnerische Sektoren. Aua, 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 der Pantherturm, ey. Aua, aua. Kriegt gut Schaden ab. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. So, SS scheitert. Befestigungsdirektiven sind nun aktiv. So. Oh, ist genagelt. Jetzt nochmal in die Endsiegphase wechseln. Endsieg ist drin. Endsieg ist natürlich drin. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Mit Shermans greifen sie jetzt hier an. Ich krieg irgendwie keine Munition. Ich kann die Punkte ausbauen. Ja, das wäre nice. Dann gibt's ein bisschen mehr. Kann ich das jetzt wieder? Kann ich die Panzer jetzt wieder benutzen? Nee. Wird erledigt. Leider not. Ist ausgeschaltet, kannst du ausschlachten. Dann werden die halt mal ausgeschlachtet, ne? Flammenwerfer hat nachgetankt. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Wir sind kampfbereit. Der Panzer mit der dicksten Panzerung an der Front hat keine Waffe. Zumindest keine Nennenswerte. Wo? Achso. Ich kann nur zwei Wespen, ne? Ja, zwei Wespen und zwei Hummeln. Die machen meinem Pantherturm aber gut Damage. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Schiffspunkt. Ja, der sieht irgendwie nicht mehr ganz so gut aus. Ja, die Packs sind halt das Problem, ne? Ja. Aber das Problem hat sich bald erledigt. Okay. Da kommen mobile Panzerabwehren gerollt. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Was kommt denn? Elefant. Elefant?
Ach da. Damit mache ich erstmal die Hecke weg und dann kann die 20mm Flak arbeiten. So. Wie einfach dieses Größenverhältnis zwischen Elefant und Wolverine überhaupt nicht stimmt. So, burn, motherfucker. Geh am besten nicht in das Schloss rein. Nee, hab ich auch nicht vor. Ja. Das reiß ich ab. Es wird gerade schon geschossen. Das wird. Ich komme mir vor wie ein Gaul. So, nochmal so einen Munitionsträger dazugestellt. Den kostet alles auch gleich schon mal weniger. Ihr kennt Fahrzeug, stehen unter Feindbeschuss. Diese MGs nerven mich so hart, gell? Ja. Aber nicht mehr lange. Ja, ich schieße erst auf. Ich kümmere mich schon drum. Sehr schön. Was ist das für eine Artillerie? Grille. Kannst du die Standard wissen? Verteidigungsdoktrin. Ah, okay. Können unsere Einheit nur mit Hummelpanzerwitzen verstärken. Ja, schneller gepanzert haben wir auch die Möglichkeit, Visier zu nehmen. Wir haben unsere Befehle. Der landet seine Fallschirmjäger wieder im MG. Schwere Raketenartillerie erbittet Zielkoordinaten. Jungs, Achtung und zieh raus! Ich muss mal die Hecken hier wegmachen. Wie das den Elefanten aber überhaupt nicht juckt, dass die da drauf ballern. Ja, so wie den Dings halt, ne?
Wie frech. Ich reiß da vorne das mal. Das habe ich gerade drauf geschossen. Wir müssen, bevor du nicht sagen, dass du schießt, frag immer, ob du schießen sollst. Nein, nein. Ich war gerade auf dem Weg dahin. Achso, gut. Dann wollen wir uns darauf einigen, in Zukunft immer erst zu fragen, ob wir das machen wollen. Sonst schießen wir wieder versehentlich beide drauf. Ja, gut. Nur damit sowas nicht passiert. Ja. Oh, mein Fan ist bewegungsunfähig, das ist schlecht. Ja, okay. Aber ich hab ja einen Barrett hier. Damit löse ich dein Problem. Ja, dann schick den da mal hin. Ja, mach ich dann. Ja, soll ich das Haus jetzt noch abreißen oder nicht? Ja. Oh, weg das Ding. Ja. Hier muss. Ah, das mach ich selber. Hast du noch was anderes gegen die Panzer? Nö, den Panzerturm. Ja gut, das reicht ja aus. Den repariere ich danach auch mal mit meinem Berg hier. Musst du die Rakete repariert haben, dann... Aha! Aha! Jetzt geht's los, ja. Uns wurde gerade Unterstützung angeboten. Hier, uns wurde gerade. Ja, Oberst Kinto meldet, seine Truppen sind in Reserve. Ah, okay. So, ich repariere mal deinen Panther, okay? Auf dem nächsten Schlachtfeld wird Kommandant Kind bei uns unterstützen. Kann ich mich hier in diesem Busch verstecken? Was hat. Eine Sache ist ja blöd an einem SS-Turm. Die haben 7 Leute und es gibt halt viele Gebäude, wo nur 6 Leute rein können. Ja. Na gut, die SS versteckt sich halt nicht in Gebäuden. Kannst du nicht theoretisch auch erhöhen auf 8? Das stimmt. Könnte ich, glaube ich, noch machen. Also ich. Forsch erstmal alles durch, was ich in meinem Gebäude habe. Wollte ich gerade sagen, weil du kannst ja hochtacken. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, auch bei den SS-Einheiten. Bei allen. Alle Infanterieeinheiten kriegen einen Mann mehr. Na gut, dann ja. Da würde ich sagen, das zählt das doch dazu. Das weiß ich nicht genau. Hast du noch Artillerie? Mit dem Panzer 4? Nee, da dauert es noch 99 Sekunden. Okay, dann mach ich. Das Haus da muss weg. So, ja. Endlich das Ruhe da. Ja. Der SS-Trupp läuft da oben einfach durch und kämpft und alles, was an Feinden rankommt, wird sofort vernichtet. Na, wie die los. Ständig hier mit Fallschirmjäger landen, ne? So langsam wird das nervig. Ja, das ist doch auch Sinn, Airborne-Doktrin, dem Feind einfach auf den Sack zu gehen. Ja, mehr kannst du mit der Doktrin auch nicht machen.
Das mag wohl stimmen. Ja, weil die Flugzeuge haben ja das Problem, die sind so sauteuer. Ja, es geht. Ja, 300 Munition für einen Anflug. Geht, ne? Also ich muss sagen... Ich muss sagen, bei mir geht das eigentlich immer, das ist... Das stört mich beim Realism-Mod immer so. Dass du ewig lange brauchst, bis dass du ewig lange brauchst, bis die Leute nicht mehr gepinnt sind und dass sie sofort instant gepinnt werden. Egal. Ob das nur egal welches MG das ist und egal wie lang die sollen, oder? Die werden immer sofort gepinnt. Gut, ist ja auch Sinn als MGs, dass sie alle drauf hinschmeißen. Ja, das stimmt schon, aber. Kannst du den Elefanten noch ein bisschen reparieren, bitte? Sollen wir irgendwas bauen? Das ist so ein Lackschaden. Wo ist denn der? Ja, natürlich mach ich. Danke. Oh. Jackson. Ist es eigentlich egal, wo die Ja, das ist egal. Die können hinten stehen bleiben. Okay. Dann. Ach, aber mit der Fähigkeit kann ich nicht in die Basis schießen. Okay. Mit der Artillerie aber schon. Ja, dann ich beschieß erstmal hier das Aufmarschgebiet. So, Kollege. Nö, nee, die SS kann nur 6 Leute, 7 Leute haben. Okay, das wusste ich wirklich nicht. Ich dachte, die könnten vielleicht mehr haben. Schade. Ich glaube, die werden, wie so eine Dings angelangt, wie so eine... Spezialeinheit, oder was? Spezialeinheit oder Supporteinheit, weil die bekommen auch alle keine zusätzlichen Personen. Der Amerikaner fährt direkt in meine Artillerie rein. Sein M10s. Ja, der Bergetiger kann weg. Gut. Lass ihn mal beim Schloss stehen. Falls ja, ich hab da Doppel 88, da kommt nichts mehr hin. Ja, nee, einfach nur, dass du jetzt der da in der Nähe irgendwo steht. Ach, nö. Hör einfach auf, hör mal auf mit deinem Pferd zu fahren, Elefant. Genau so. Ah! Eingegraben an 8-8 Flachs macht das viel Spaß. Ich ziehe mir meine Achtung ein Stück nach. Damit ich damit ein bisschen besser arbeiten kann. Panzer 4 ist Bam. Es gibt keinen Na toll. Da wo ich hinschieße, ist natürlich nichts.
So. Ja, hat er bei mir auch gemacht. Aber telefonieren ist jetzt nicht. Ja, ist gerade irgendwie. Ja. Wir spielen gerade Comedy Heroes. Und streamen. Und wir streamen gerade. Ja, ich soll mal Hallo von Pips auch sagen. Ja, hallo. Ja, gut, okay, gut. Maximale Streuung, Salve wird eingeleitet. Gut, leg mich so weiter. Okay. Dann bis dann, ne? Ciao. Und? Um 22 Uhr ist er ungefähr da, wenn er gut durchkommt. Okay. Flammenpanzer 80 T Hetze. Oh ja. Die kämpfen wir doch irgendwo her. Gut, jetzt greift die Luftwaffe von denen an. Das ist natürlich überhaupt nicht geil. Der hat meine beiden Flaks entmannt. Wir machen uns auf den Weg. Was ist das für eine fiese Map? Wir haben bis zuletzt für ihr Vaterland gekämpft. Das ist nicht sowas wie Aufklärung, oder? Nö. Ja, doch, eigentlich schon. So einen ganzen Haufen an Panzern. Was wollen Sie denn, Ionier? Was wollen Sie? Oh, ich will jetzt Hermann the German Sherman. Hermann the German Sherman, wo ist er? Der ist gerade aus Schlachtfeld gerufen worden. Der müsste eigentlich hier oben irgendwo rauskommen. Am Ende der Straße oder wo? Hier, ja, ja. Hermann the German Sherman, gucken wir mal. Ja, da ist er. Sogar als Firefly. Hast du Glück gehabt? Nice. Ja. Richtig Glück gehabt. Ja, oh, Angriff. Der hat sogar Sprenggranaten. Krasse Sache. So, jetzt fängt das Flakfeuer an hier. Bam. Artillerie in Schwierigkeiten. Seine Luftwaffe. Nein. Okay. Nicht genügend Ressourcen. Wir brauchen mehr Treibstoff. Dann kann ich den nicht umwandeln. Flammenhitzer. Na, nice.
So. Ja, lass mal die SS mal ein bisschen vorrücken, ne? Ja. Mal gucken, was da so an Feind noch kommt, ne? Jeez. Zack. Rifleman-Trupp ausgeschaltet. Na gut, fast ja, ausgeschaltet. Schön. Ich find's echt scheiße, dass sie meine 8-8er so auf abknallen wollen, ja. Ja gut, das sind halt aber auch angenehme Ziele, ne? Schönen guten Abend, Kindor. Repariert. Wieder Luftwaffe. So. So, weg damit. So. So, die Amerikaner werden sich freuen. Oh ja, ich sehe, wie sie am Grinsen sind. Ja. Krieg ich euch irgendwo Moment, keine Aufklärungsfolge. Das finde ich, hätten wir die andere Doktrin gebraucht. Aufklärungsflugzeuge. Du kannst ja Scouts bauen oder so ein Moped oder sowas, das geht ja auch. Ja, ich habe ja hier Dings gebaut. Oh, Truppenverbandsplatz, das war wichtig. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Wir werden von später. Aber. Wir stehen unter Gewehrbeschuss! Vorsicht! Grenadiere bereit! Wenn ich gewusst hätte, wie viel wir marschieren müssen, wäre ich zur Marine gegangen. Vorgelagerten Stützpunkt an. Was? Diese scheiß Shermans, ey. So, ich kann jetzt Gebäude mit Sprengfallen versehen. Ach, hier vorne ist die andere Basis. Fliegeralarm! Fliegeralarm! Die Flaks ballern halt, was sie können, aber die 8-8-Flak ist nicht gut gegen die Flieger. Die wird doch auch ursprünglich gegen Zeppeline gebaut. Ja, auch gegen Bomber ist sie gut, aber nicht gegen so schnell fliegende Tiefflieger, da ist sie ein bisschen überfordert.
Ich brauche jetzt die dritte, aber die Flak-Batterie hier, die ich habe, die ist nicht so geil. Ich muss nur 20 mm Flaks hinstellen. Du kannst auch 2 cm Flaks bauen. Und ich glaube, die sind beide Airborne gegangen. Weil der eine hatte hier vorne auch so einen Airborne-Vorpost. Genauso wie der andere. So, jetzt habe ich 3 Stück von den 88ern. Pioniertrupp bereit. Jawohl. Los, das können wir reparieren. Befehle erhalten. Ein Fehler und wir sind alle erledigt. Pioniere haben Baubefehl erhalten. Oh! Da unten steht ein bisschen was am Panzer. Mhm. Ich gesehen. Jetzt geht das los hier. So, ich schieße da mal mit Artillerie drauf auf die Panzer. Ich liebe 8-8 Flaks. Sieht so geil aus. Hier. Welchen? Den da. So, ja. Ich probier's mal. Mal gucken, was so geht. Mhm. Dann können wir hier nämlich eine gerade Front machen. Die Front kürzer für uns. Das wäre schon optimal. Kann ich den Sabotage-Trupp? Wo kann ich den absetzen? In Häusern, glaube ich. Nicht bemannten Häusern. Glaube ich. Oh, so. Oder der kommt auf Map, kann ich nicht sagen. Irgendwie sowas. Achso, okay. Der kommt auf Map, aber ich glaube, ich kann ihn auch in Häusern spawnen lassen. Also. Losgeht und zieht keine 2000 Euro an. Spielst du gerade hier Wehrmachtsmonopoly oder was? Ja. Kennt man den Punkt da? Den Munitionspunkt? Ja. Mit dem Kettengrad, bitte. Das muss selten stehen bleiben, um in Sicht zu sagen.
um. Ich stoße sie so ein bisschen vor mit meinen Panzern. Lass mir die Front nach hier vorne verschieben. Lul, das ist ja geil. Das ist ja mal geil. Was denn? Ich kann einfach eine Pack deployen mit dem Half-Track. Ja, nice. Wird die hier gespawnt oder kommt die off-Map? Oder baut ihr die eine feste Stellung hier? Ich habe da so eine 88mm Flagge hingestellt. Sehe aber noch nicht so viel von dem Effekt. Der schlägt es nicht. Kann er den Chat lesen? Ja, kann er. Ja, was? Ja, Mann, hier steht die 8-8 hier. Wer kann den Chat lesen? Ich. Also, ja, kann ich. Ein bisschen für sich zu sagen, ne? Nee. Grille, Grille, Grille. Guck. Was für ein Ding? Boah, die ist aber auch langsam. Was? Die 8-8 Pack. Bereit in Richtung Ziel vor zurück. Okay. Dafür ballert sie gleich aufs Hauptquartier. Wo ist die? Da! Ach da. Ja, ich sehe sie gerade. Ja, zeig mal, was die kann, ne? Ja, die schießt nicht. Die backt rum. Die backt! Und der
Untergrund ist zu Untergrund ist zu aufgewühlt. So, jetzt. So, noch 12 Sekunden, dann gibt's ein bisschen Support von meiner Seite aus. Oder kann die Hummel schon hier? Ja, die Hummel kann hier. Sehr gut. Könnte ein bisschen Support. Meine Sig Sauer ballert auch rein. Sig Sauer? Ja. Meine Dings ist auch eine Sig Sauer. Die Grille. Sig Sauer 33. Ja, okay. Wusste ich gar nicht. Ah ja, wenn da steht Sig 33, kann das ja nur Sig Sauer sein. Ich meine, welcher Waffenschmied, ja? Könnte das sonst sein? Wenn man so ganz kritisch die Sachen hinterfragt. So, was jetzt? Jetzt machen wir den Stream wieder aus, weil jetzt haben wir ja ein Match hochgeladen. Und nehmen gleich uns auf.